Moin, ich bin MC Fucking Linja und ich mache übelst den sicken Deutschrap, der krass abgeht. Ja, jetzt ergibt sich natürlich die Frage, warum hat meine Wenigkeit den legendären Raw-Slot verdient? Und die Antwort darauf ist... Ich hab mal wieder richtig Bock. Die Decke fällt mir auf den Kopf. Ja, ich hätte richtig Bock. Richtig Bock auf... Slot beim Warsteiner Band Contest. Also, wenn ihr trashigen und humorvollen Deutschrap feiert, dann habe ich da einen Track für euch gemacht. Und überkrasse Goa-Party. Und wenn man bei Rock am Ring eine Sache macht, dann ist das... Einfach richtig abschütteln. Und dann geht man anschließend zurück zum Zeltplatz und da kann man dann nochmal... Einfach richtig abschütteln. Ich bin so überkrass heftig, dass das Equipment während meiner Tracks vor lauter Heftigkeit einfach aufgibt. Also ich habe ja gesagt, ich reiße die Bühne ab, aber so war das nicht gemeint. Weil ich aber natürlich so ein überkrasser Rapper bin. Ich mach's auch ohne Beat auf einer Goa-Party. Einfach richtig ab, okay. Ansonsten bewerbe ich mich jetzt hier einfach, weil ich dachte... Tja, was habe ich zu verlieren? Und außerdem braucht ihr eine Quotenrothaarige. Naja, und wir brauchen mehr Titten auf der Bühne. Ja, was ich bei Rock am Ring richtig geil finde, da sind einfach immer die ich mit meinen Tracks zum Lachen und Abgehen gleichzeitig bringen würde. Was meine Tracks angeht, mache ich meistens eher lustige Songs, die selbst von Vegetariern und Veganern gefeiert werden, wie zum Beispiel Mettbrötchen Yoga. Inhaltlich handeln meine Tracks sehr oft über das Thema Essen, denn 20% besteht mein Leben aus Essen. Ich hoffe doch schwer, ihr habt jetzt so richtig Bock auf meinen übelst krassen Auftritt. Ansonsten bewerbe ich mich einfach nächstes Jahr. Ja, ich habe nämlich mit meinem Kumpel so einen Deal, dass wir spätestens bis 2027 bei Rock am Ring auf der Bühne stehen. Und wenn ich das dieses Jahr natürlich schon schaffen würde, dann wäre das einfach... Unglaublich! Ja, mein Kumpel wird dann so sagen, boah, Linja, ey. Hätte ich nicht gerechnet. Also, worauf wartet ihr noch? Let's go, gib mir ein Beat! Trollige Grüße aus Osnabrück.